Hallo und herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsspecial Security News Kompakt. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge, nämlich ein Look Behind the Scenes. Viel Spaß! So, nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Behind the Scenes, wir sind vor Weihnachten, vor Silvester, vor Neujahr. Ich denke mal, ich werde das in zwei Parts splitten. Und ich dachte mir mal, ja, Nachrichten, Themen, Sorgen, blenden wir mal aus. Findet ihr immer noch auf Twitter und auf Instagram vor allem. Aber ich dachte mal, ich nehme euch heute mal mit in, ja, mein Backoffice, was ihr dort seht. Das, was ihr nicht seht, wenn wir die Videos oder den Podcast produzieren. Weil es gibt unglaublich viel spannende Technik, die wir zum Einsatz bringen. Ich glaube, die auch vor allem im Streaming-Bereich ganz, ganz weit verbreitet sind, aber noch lange nicht in unserer Branche. Und ihr kennt dort mein Thema, meine Meinung zu der Digitalisierung. Und ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen was vorstellen, was es da so für Möglichkeiten gibt, die auch vielleicht, wenn ihr irgendwann mal Online-Schulungen anbieten möchtet oder andere Themen, dass ihr da einfach darauf zurückgreifen könnt. Alle Produkte, die ich vorstelle, und das ist keine Werbung, sondern das sind wirklich Themen, die mir das Leben ganz, ganz stark vereinfachen, findet ihr dann unten in den Videokommentaren einfach mal verlinkt. Schaut euch das mal an, was es da möglicherweise für euch gibt. Und lasst uns mal gleich starten, nämlich mit diesem wunderbaren kleinen Teil hier unten. Das ist nämlich der Wireless Go, Rode Wireless Go. Und zwar besteht dieser aus einem Sender, das ist dieses wunderbare Teil hier, und einem Empfänger, dieses kleine Teil hier, das tatsächlich über ein Klinkerkabel angeschlossen ist, gerade an mein Mobiltelefon, mit dem ich gerade hier aufnehme. Ja, dieses Wireless Go ist tatsächlich deshalb ganz spannend. Ihr habt das vielleicht in den anfänglichen Folgen immer mal wieder gesehen. Da habe ich mit dem Mikro aufgenommen, das musste dann hier irgendwie angesteckt werden, dann muss der Abstand darauf geachtet werden, dass das funktioniert, und dann war nachher die Tonqualität auch alles so semi und nicht so berauschend. Rode hat hier tatsächlich ein System entwickelt, was ich ganz, ganz spannend finde, nämlich dadurch, dass ich praktisch, jetzt habe ich mein Handy hier halt in der Hand, aber ich kann das auch auf ein Stativ stellen, weit abstellen, Richtstrecke 140 Meter, sagt man im Allgemeinen. Finde ich, ist schon ganz ordentlich. Da sind natürlich die Voraussetzungen, gerade Sicht etc., keine Unterschiede. Aber das ist tatsächlich eine ganz, ganz spannende Sache. Ja, das ist praktisch das Senderteil, aufgeladen über eine USB-Schnittstelle, ganz, ganz entspannt, mit Mikrofon. Ich kann jetzt hier natürlich tatsächlich, auch wenn ich sage, ah, das stört mich jetzt hier oben, da tatsächlich auch ein Mikrofon anschließen, kann das dann an Gürtel machen, wie ihr das vielleicht von klassischen Moderatoren oder Ähnliches kennt, und dann kann ich mich auch frei bewegen. Es hat halt einfach diesen Vorteil, dass ich hier nicht eine Kabellage habe, die hier irgendwo lang hängt, sondern ich kann relativ frei sprechen. Und wenn ich das dann noch auf ein Stativ habe, weiter entfernt, dann muss ich nicht gucken, dass das Kabel irgendwie versteckt ist und möglichst lange reicht, um dann praktisch in den tatsächlichen Empfänger zu gehen, in dem Videoaufnahmegerät oder Ähnliches, sondern hier kann ich mich wirklich frei bewegen und bekomme damit eine ganz gewisse Freiheit. Also das ist das erste technische Produkt. Aber wir sprechen ja nicht nur über technische Produkte, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen darüber sprechen, was für andere Möglichkeiten gibt es. Und ich habe mich ganz lange mit dem Thema Greenscreen beschäftigt und auch die unterschiedlichsten Sachen tatsächlich ausprobiert. Ihr seht das an dieser Stelle in der Hinterwand. Ich habe mir praktisch einen Stoffbezug besorgt, den auf Sperrholzplatten aufgezogen, um ihn dann hinter mir zu haben. Hat immer halt das so ein bisschen das Problem, es schlägt Wellen etc. Und habe es dann ganz einfach gemacht und habe praktisch die Wand hinter mir in einer sehr eindeutigen, sehr knalligen Farbe gestrichen, nämlich das Grün. Ihr könnt da auch Blau oder Sonstiges nehmen. Ihr müsst halt nur darauf achten, aber das ist klassisches Greenscreening Technik, dass ihr praktisch nichts was trägt, was sich ausblendet. Ihr seht das manchmal, dass es vielleicht so ein bisschen knistert, wenn ihr ins Mikrofon guckt oder an die Brille oder an irgendwas, was reflektiert. Natürlich, die Farbe strahlt hier auch ab mit dem Licht zusammen, und dann kommen auch grüne Aspekte in die Brille, in Kugelschreiber, in Mikrofone oder Ähnliches.
Und dann ist das natürlich erstmal so, dass das tatsächlich dann der Rauch rausgefiltert wird. Aber ich glaube, das schadet an dieser Stelle nicht wirklich. Damit ihr überhaupt mal einen Blick da bekommt, das ist praktisch meine Arbeitsecke. Und das ist die Arbeitsecke, wo ich tatsächlich mir in meinem Wohnzimmer das eingerichtet habe. Aber ich habe mir tatsächlich hier eine Ecke eingerichtet mit Bildschirm, mit Laptop, meinem Arbeitsplatz etc. Und da kommen wir dann tatsächlich auch zu der nächsten Aufnahmemöglichkeit. Ich habe ja eine ganze Zeit lang das mit meinem Handy aufgenommen. Was letztendlich dann dazu führte, dass ich dann die Dateien wieder übertragen musste, dass die dann wieder formatiert werden mussten etc. Und ich, so gern ich diese Arbeit mache, aber meine Arbeit ist wirklich darauf ausgelegt oder mein Ziel ist darauf ausgelegt, so wenig wie möglich Zeit darin zu investieren, um dann das bestmögliche Ergebnis hinzubekommen. Und deshalb habe ich mich umentschieden und bin dann hin zu dem, was ich sowieso schon zu Hause habe. Und das soll auch an dieser Stelle tatsächlich der erste Tipp sein. Nutzt, wenn ihr sowas aufbauen wollt oder euch da in irgendeiner Art und Weise beschäftigen wollt mit Online-Unterricht oder ähnliches, ihr müsst nicht alles einkaufen, sondern ihr könnt auch vieles ganz, ganz, ganz bequem einfach nutzen, was ihr zu Hause habt. Und ich habe hier praktisch diese Action-Kamera für Urlaub, das ist die Go Extreme, 4K-Auflösung, also das sollte schon tatsächlich eine Auflösung sein, die auch wirklich was hergibt. Und diese Auflösung und diese Kamera nutze ich halt aus meinem Bestand heraus inzwischen. Habe die praktisch mit einem klassischen USB-Kabel verbunden mit meinem Rechner und nutze sie dann praktisch als Webcam. Und ihr seht das hier schon tatsächlich in dem Studio drin, in meinem Regiepult, dass ich hier die Kamera, die ich hier vorne praktisch habe, an dieser Stelle auch tatsächlich das Bild dann übertragen bekomme. Und das ist dann auch, glaube ich, an dieser Stelle auch erstmal vollkommen ausreichend. Ihr seht es dann hier, ich arbeite inzwischen insgesamt mit 3 Bildschirmen. Das hat einfach letztendlich diesen großen Vorteil, dass ich auf der einen Seite wirklich mein Regiepult habe, wo ich Tonqualität, Bildqualität etc. überprüfen kann und steuern kann, und auf der anderen Seite praktisch hier mein Bildschirm mit den Nachrichten, über die ich sprechen möchte, meine vorbereiteten Texte einsprechen kann, beziehungsweise auch nochmal ablesen kann. Wobei ich ehrlich sagen muss, und das ist jetzt auch gar nicht übertrieben, wie sieht so ein Alltag oder so eine Vorbereitung, so ein Produzieren einer solchen Sendung eigentlich aus? Ja, und dieses Produzieren sieht relativ simpel eigentlich aus. Das mag man an dieser Stelle vielleicht gar nicht so wirklich glauben. Aber dadurch, dass ich ja praktisch konstant die ganze Woche über diese Nachrichten lese, verfolge, versuche, Querverbindungen herzustellen, ist das dann tatsächlich so, dass ich mich dann an einem Samstag hinsetze oder an einem Sonntag, manchmal auch an einem Freitag, mir dann meinen Twitter-Feed durchschaue und sage, okay, was ist denn berichtenswert? Da liegen tatsächlich keine Kriterien an. Das sind einfach so Themen, bei denen ich sage, okay, das ist ganz spannend, drüber zu berichten, oder da ist wieder dieser rote Faden drin, über den ich ganz gerne erzählen möchte. Und von daher suche ich mir da diese Nachrichten rein nach dem Bauchgefühl aus. Ich mache die Screenshots, stelle die dann ein. Ich mache mir gleich nochmal ein kleines Sondervideo dazu, mit welcher Software ich da an dieser Stelle arbeite. Lese mir nochmal den Nachrichtentext dazu durch. Und dann war es das eigentlich. Ich habe den Nachrichtentext offen, um vielleicht mal Zahlen, Daten, Fakten ablesen zu können. Aber ansonsten kommt das meiste wirklich, wirklich an dieser Stelle spontan aus dem Kopf. Das ist nicht immer ganz glücklich, ehrlicherweise, wer unseren Podcast verfolgt. Wir verhaspeln uns manchmal, alles gar keine Frage, aber ich will das auch nicht steif vortragen und ich möchte vor allem auch nicht, dass das irgendwie gezwungen wirkt, weil das hier ist etwas, wo ich meine Meinung mit präsentiere, und meine Meinung soll ja immer wieder zum Denken anregen und Meinungen bei euch verursachen, die dann vielleicht möglicherweise nicht in irgendeiner Art und Weise in Richtung Wut, Hetze oder sonst irgendwas kommt, sondern dass das für euch Gedankenprozesse anstößt und dass ihr diese Gedankenprozesse bei euch dann tatsächlich auch zu
etwas nutzt, was eure Arbeit möglicherweise verändert oder die Sicht auf eure Aspekte verändert. Aber wie gesagt, wenig Vorbereitungszeit. Ich schaue mir das nochmal an, ich lese mir das nochmal durch und dann geht es eigentlich nur noch darum, das irgendwie stotterfrei präsentiert zu bekommen. Ja, kommen wir an dieser Stelle mal zum Ton, der unglaublich wichtig ist, wichtiger als das Bild meines Erachtens, weil wir sind ja gestartet mit der Thematik, wir wollen einen Podcast machen und Podcast hat halt immer was mit Ton zu tun, aber um einfach die Reichweite zu vergrößern, haben wir eben letztendlich das auch nochmal bei YouTube entsprechend hinterlegt. Für diejenigen, die sagen, ah, Podcast ist jetzt nicht so meine Welt, Videos gucken eher. Ich benutze ein Rode Pod-Mic mit XLR-Anschluss. Das ist letztendlich, ich will euch da gar nicht mit technischen Aspekten langweilen an dieser Stelle. Ich finde, das ist ein sehr schönes Mikrofon, das nicht nur vom Aussehen her, aber auch was die Tonqualität angeht. Ich habe tatsächlich mit einem Gamer-Mikrofon angefangen, was auch einen klassischen USB-Anschluss hatte. War jetzt an dieser Stelle auch nicht schlecht gewesen, aber ich sag mal ganz ehrlich, ja, also ein bisschen Standard, auch der Name her. Ich meine, man kann sich No-Name-Sportschuhe kaufen, aber auch gleichzeitig irgendwie dann irgendwelche Nike Airs. Ich glaube, wenn man da nicht lange läuft oder lange Sport mittreibt, merkt man den Unterschied auch nicht. Aber es hat halt auch ein bisschen was mit einer gewissen Professionalität zu tun. Und von daher habe ich praktisch dieses Mikrofon hier an einem Schwenkarm, was auch sehr praktisch ist. Wer die Videos auf YouTube verfolgt, der sieht, dass ich mich ja dann zwischenzeitlich auch mal in meinen Stuhl reinfleze, das Mikro ein Stückchen näher zu mir ranführe oder ein Stückchen weiter. Also von daher soll das auch recht bequem sein und nur so ein Standmikro, naja, ich weiß es nicht. Das muss ich mich ja nach dem Mikro richten. Dieses Mikrofon ist angeschlossen mit dem absoluten Herzstück und ich bin mega begeistert davon. Das ist auch tatsächlich das teuerste an dieser Stelle. Das ist der Rodecaster Pro. Relativ neu in Anführungsstrichen auf dem Markt. Aber wer sich so ein bisschen mit Technik auskennt, der weiß, wie schwierig manche Mischpulte tatsächlich zu handeln sind. Und Rode hat hier tatsächlich es geschafft, etwas zu kombinieren, nämlich eigentlich ein All-Inclusive-Paket zu schaffen, an dem ich vier Mikrofone anschließen kann. Das sind hier diese vier Mikrofone. Bei mir ist halt ein Mikrofon eingeschlossen und ich kann praktisch den Regler dort mit steuern. Ich kann mich selber anhören, beziehungsweise ich kann mich muten, wenn ich aufstehe, rausgehe, was trinke oder ähnliches. Kann hier praktisch, wenn ich vor Ort aufnehme, drei weitere Mikrofone auch anschließen. Aber, und jetzt kommt das eigentlich das Spannende sind eigentlich diese drei Knöpfe, die wir hier an dieser Seite sehen. Der erste Knopf ist praktisch für eine USB-Verbindung, wenn ich den Rodecaster anschließen möchte an meinen Laptop und das passiert in der Regel auch. Also Raphael und ich streamen unseren Ton gegeneinander, dass wir uns hören praktisch über Teamspeak. Das heißt, wenn ich hier anschließe, dann höre ich sämtliche akustische Signale, die aus meinem Laptop reinkommen in das Gerät und er hört mich letztendlich auch darüber und wenn es mir mal reicht, dann kann ich ihn genauso stumm schalten. Ich kann ihn auch auf meine Kopfhörer legen. Alles recht easy. Ich kann aber auch letztendlich, wenn ich sage, ich möchte mal Töne einspielen, ich möchte mal einen Ausschnitt aus dem Video einspielen oder ähnliches, funktioniert das auch über diese Steuerung und den Lautstärke-Regeln. Der zweite Taste hier, dieser Bereich, der ist auch ganz spannend und wenn ihr euch vielleicht an das Video erinnert, die Sommergespräche vom Jörg Zitzmann zum Beispiel oder die Sommergespräche mit dem Christoph Janke von Pendekt, da war dieser Regel hier relevant, weil ich kann hier tatsächlich mein Handy anschließen. Entweder schließe ich es tatsächlich an über ein Klinkerkabel, habe ich hierüber die Möglichkeit. Oder, was noch viel, viel spannender und viel, viel interessanter ist, ich schließe das über Bluetooth an.
und habe praktisch eine Kopplung, die ich hier oben über Bluetooth herstellen kann. Und dann verbindet sich mein Gerät, beziehungsweise es findet sich zum Pairn und dann kann ich mich praktisch an dieser Stelle mit dem Rodecaster verbinden. Die Tonqualität finde ich ist auch ganz spannend. Ein bisschen herausfordernd ist immer wieder an dieser Stelle, dass ich natürlich auch mich damit beschäftigen muss, dass mir Tonaufnahmen vorneweg machen, ob die Lautstärkeregelungen alle gleich sind. Das ist bei den unterschiedlichsten Inputs tatsächlich relativ unterschiedlich an dieser Stelle. Aber das ist alles machbar und handelbar. Und vor allem, wenn ich mich dann auf meine Kopfhörer drauflege, dann höre ich mich ja sowieso auch nochmal ergänzend dazu. Ja, den letzten Bereich, eigentlich den dritten Bereich, der genauso spannend ist, ist dieser Bereich. Und ihr kennt das, wenn wir unsere Intros reinspielen, sieht man hier ganz gut, wenn wir unsere Intros reinspielen, neues Intro, das alte Intro, die News-Quickies, wo wir ja inzwischen auch einen Bereich haben, der tatsächlich hier den Jingle für sich hat, dann spielen wir das tatsächlich hierüber ein. Und ich sag's euch nochmal, ich bin ein Riesenfan davon, die Prozesse so einfach wie möglich zu machen. Ich habe in meiner Anfangszeit, habe ich tatsächlich den Ton separat aufgenommen über TeamSpeak. Dann musste ich das konvertieren zu einer bearbeitbaren Datei, habe dann praktisch über Audacity Jingle vorneweg, zwischendurch geschnitten, Jingle zwischendurch eingespielt, dann aber auch gleichzeitig wieder das Outro und andere Themen, die ich da haben wollte, unterlegt. Weihnachtsmusik, ich erinnere mich letztes Jahr beispielsweise, diese Thematik Weihnachtsmusik unterlegen war extrem herausfordernd, weil du dann die Töne übereinander legen musst und darauf achten musst, dass die Akustik da stimmt und dass das eine nicht das andere überdeckt. Und wie gesagt, ich bin, was das angeht, ein fauler Mensch. Ich möchte mich einmal hinsetzen, auf eine Taste drücken. Klar, Tests und Vorbereitungen und alles drum und dran, gar keine Frage. Aber ich möchte das einmal machen und dann will ich nachher eine Datei haben, die ich nutzen kann, die ich abspielen kann und wo ich nicht mehr großartig was bearbeiten muss, weil dann investiere ich lieber mal ein paar Euro mehr und dieser Rodecaster Pro liegt um die 650 Euro tatsächlich. Aber dann drücke ich auf den Knopf, spiele das Jingle, dann quatschen wir, Jingle zwischendurch, Outro, fertig, Datei abgespeichert, hochgeladen und Ende im Gelände. Und das spart Zeit und Zeit sparen ist, glaube ich, auch vor allem in der heutigen Zeit wirklich, wirklich wichtig, weil Zeit sparen bedeutet ja letztendlich doch auch Geld, oder? Ich weiß einfach, wenn ich diesen roten Knopf, wenn ich jetzt unser Intro spielen möchte, normales Intro, wir haben ja hier auch das Jana aus Kassel, falls ihr euch an die Folge erinnert wollt, oder fällt ihr das Denken schwer oder sowas. Also ich kann das hier tatsächlich anklicken. Ich sehe, welches Intro gerade spielt. Ich sehe das auch hier von der Lautstärke her, wie es ausgepegelt ist. Wenn ich das Mikro nutze und da jetzt auch nochmal reinspreche jetzt ins Mikro, dann sehe ich, wie das Intro gepegelt ist und wie ich gepegelt bin an dieser Stelle. Und vor allem, das ist ja aus dem Bereich, wer sich da mal mit Radiomoderatoren oder Ähnliches beschäftigt hat, ist ja auch ganz spannend, wenn ich hier oben, ich drücke nochmal das Intro an, ich sehe, wie lange das Intro läuft, wie viele Minuten, das heißt, ich kann mich darauf vorbereiten, ich könnte jetzt hier praktisch im laufenden Betrieb den Ton auch nochmal hochfahren oder ein Stückchen runterfahren und ich sehe und wenn ich jetzt weiß, okay, in 10 Minuten, dann kann ich ja schon mal anfangen zu quatschen. Wenn ihr euch jetzt fragt, naja, wir hatten doch dieses Intro mal gehabt, naja, fällt dir das schwer zu denken oder sowas, das ist ganz simpel gelöst, das ist nämlich gelöst dadurch, dass ich einfach auch zwei Intros übereinander legen kann. Und dann werden die beiden eben letztendlich abgespielt. Und wenn die beiden abgespielt werden, dann enden sie auch beide. Und ich muss da mich tatsächlich nicht mehr damit beschäftigen und kann sofort losreden. Und habe auch ich glaube, das hört man dann auch irgendwann mal, habe da auch tatsächlich einen smootheren Übergang an dieser Stelle, dass ich aus dem Intro komme oder wenn ich Raphael das erste Mal ein neu gebasteltes Intro vorspiele, dass ich da tatsächlich dann auch, also auch wirklich hier auch diesen Übergang habe und bestimmte Effekte damit nutzen kann aus der Ist-Situation. Ich nehme diesen Podcast direkt
auf dem Rodecaster aus. Da ist eine Micro-SD-Karte drin. Ich könnte jetzt hier auf den Record-Button drücken. Dann würden wir jetzt praktisch die Aufnahme starten. Ich würde jetzt das Intro spielen. Zack, zack, zack. Alles drum und dran. Alles drin. Ich begrüße dann Raphael. Und nachher, wenn wir durch sind, drücke ich wieder auf den Record-Button. Es ist vorbei, es ist abgespeichert, es ist lokal auf der Karte abgespeichert, aber dadurch, dass ich ja hier, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die USB-Verbindung habe, transportiert, kann ich mir praktisch das direkt auf den PC rüberziehen, habe die Datei, lade sie sofort in mein Podcast-Distribution-Programm hoch und fertig ist es, schreibe die Textbeschreibung dazu nochmal und es ist vorbei, Ende im Gelände. Also das ist der Aufwand, wenn ich eine Nachbereitung, ich kann mich daran erinnern, in der Anfangszeit hatte ich wirklich Bearbeitungszeiten, wo ich wirklich bis nachts saß. Wir haben 20 Uhr gestartet oder 19 Uhr gestartet, anderthalb Stunden Aufnahme, Vorgespräch. Also wir nehmen immer so wirklich da an, dass wir tatsächlich so 2 Stunden planen für die Podcast-Aufnahme. Meiste Zeit wären es dann auch doch eher 2,5 Stunden, damit man einfach auch nochmal so ein bisschen ins Vorgespräch, ein bisschen Quatsch. Ich meine, wir sind beide stark eingebunden. So oft sehen wir und hören wir uns dann tatsächlich auch nicht mehr. Und wenn du dann nach 2,5 Stunden Aufnahme dich nochmal hinsetzen musst und dann nochmal darauf warten musst, also Bearbeitungszeit nochmal von einer Stunde hast und dann nochmal hochladen von einer halben Stunde, eine Stunde, bis du das alles wirklich drin hast und du eine Nachbearbeitungszeit von 2 bis 3 Stunden hast und das aber dritteln kannst von der Zeit, dadurch, dass du es einfach nur noch rausnimmst aus dem Rodecaster, das hinterlegst vielleicht mit einer kurzen Videosequenz oder ähnliches, das abgespeichert wird in 20 Minuten, währenddessen schreibst du deine Texte. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Ne? Die Texte, die dann darunter stehen, die müssen griffig sein, die müssen die entsprechenden Algorithmen ansprechen von YouTube an dieser Stelle auch. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Da gibt es ja auch, wer sich mal googeln, könnt ihr mal googeln, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, ohne dass man wirklich weiß, wie dieser YouTube-Algorithmus an sich funktioniert. Aber alles das muss gemacht werden. Und das ist nicht nur, ich setze mich da mal 1,5 Stunden hin und quatsche, sondern Nachbereitung, Texte schreiben, etc., etc. Videos verlinken in den Video-YouTube, dann hochgeladenen Dateien, die Vorausplanung planen, dann das auf die entsprechenden Portale auch schon wieder vorbereiten. Also das ist alles Zeit und alles, was ich hier sparen kann, einfach dadurch, dass ich eine gute Technik zum Einsatz bringe, alles das ist mir das Geld am Ende des Tages auch wirklich wert, was daran rein investiert werden muss. Und ich habe es gesagt, ich nehme die Datei, ich habe die Audio, kann sofort in den Podcast Distribution sein, wo das dann Richtung Spotify, Google Podcast und ähnliches geht. Hochgeladen, YouTube ist halt nochmal, dass ich das nochmal in einem Videobearbeitungsprogramm unterlegen muss, ein bisschen stärker schneiden muss, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber es spart mir einfach Zeit und Zeit ist Geld, wo ich andere Sachen machen kann, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, einfach auch diesen Ausklang hinbekomme.